Dafür sehen wir jetzt Mali gegen Dennis, was bekanntlich noch nie gegen Dennis ausgegangen ist. Also es wird aller Voraussicht nach ein guter Sweep, aber vor allem, weil das Matchup bekanntlich auch sehr, sehr schlecht für Ice Climbers ist. Vor allem halt man kann nämlich sehr gut Icy sind halt sehr stark grounded im Prinzip, also am Boden. Und das Problem ist halt, dass Peach da so eine riesige Waschmaschine hat und die Ice da sehr leicht reingezogen werden können. Und auch ziemlich leicht separieren. Und, ja, das ist genau das auch. Und Peach kann die auch sehr schnell töten, so mit diesen halt schnellen Float Cancel Aerials kann man echt richtig, richtig schnell mal so eine Nana töten. Und gleichzeitig die beiden halt auch sehr gut auseinanderhalten, genau. Das heißt, ICES haben ein ganz, ganz großes Problem. Sie können nämlich nichts machen. Oder sehr wenig. Und wenn man guckt, da hier könnte Downsmash, kann ICES nichts machen. Gar nichts. Also wenig. Und das Laserschwert hilft da natürlich auch gerade nicht. Schmeiß das Laserschwert! Ja! Okay. genau, aber das ist halt ein schwieriges Matchup. Es gab in letzter Zeit auch wieder Revolutionäre des Charakters, die das sehr machbar haben aussehen lassen, wenn ich mich nicht irre. Aber natürlich hier mit dem Favoritenstatus Dennis gegen den Mali in einem schweren Matchup für Mali sehen natürlich die Chancen denkbar gering aus. Ehrenlos, wer Laserschwert führt. Hä, Digga, willst du mir sagen, Darth Maul ist ehrenlos? Ja. Willst du mir sagen, was? Das Spiel hast du auch geworfen. Alle Bösen haben mal geworfen, glaube ich, ne? Ja. Ey, das könnte auch eine Anti-Drogen-Werbung sein. Benutzt. Was? Okay, in den Prequels hat das benutzt. Maybe. Alle Bösen haben mal geschmissen. Ja, ich glaube nicht, dass das geworfen hat. MDMA. Nicht einmal. Not even once. Was? Hat Darth Sidious Laserschwert geworfen? Oh, der glaube nicht, aber der hat auch sehr wenig mit Laserschwert gekämpft. Er hat halt eigentlich nur gegen Yoda und Swindride, ne? Er hat halt den halben Jedi-Rad einfach gemerkt, aber so 5 Sekunden. Das fand ich ein bisschen scheiße. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war schon so die Kräftebalance ein bisschen nicht so deutlich. Ja, aber Darth Maul hat das mal gemacht auf jeden Fall mit seinem Doppellaserschwert, oder? Keine Ahnung. Zumindest in Clone Wars hat er das safe mal gemacht. Weil da haben alle ein bisschen cooler gekämpft. Meine Referenzpunkt ist jetzt auch Star Wars Battlefront, wer das da machen konnte. Da kann das auch. Ich glaube schon. Darth Maul kann auf jeden Fall, das weiß ich noch ganz genau, weil den hat man. Deswegen hat das wahrscheinlich. Weil der hat halt immer geslappt, wenn man Darth Maul bekommen hat. Wo zur Hölle ist eigentlich der Star Wars Platform Fighter? Ich hoffe, der kommt niemals. Es gibt Darth Vader in Soul Calibur 4. Ja, hast du ja Darth Vader. Auch für die Playstation, auf der Gamecube-Version gab es Link, genau. Gamecube ist Soul Calibur 2. Ach, Soul Calibur 2 dann, tut mir leid. Ne, 4 ist ein neueres, ne? 4 war, glaube ich, Darth Vader und Xbox Yoda. Warner Brothers Platform Fighter, was sind da für Charaktere denn? So ein Batman? Oder? Bestimmt gibt's bei... Das gibt's doch schon. Batman, Big Chungus. Big Chungus, nice. Obwohl, das könnte auch ganz gut klappen, meine ich. Harley Quinn, aber nicht der Joker, was soll denn das? Sind die da drin? Also ich meine, der Joker kommt 100%. Ich weigere mich, ein Fighting Game zu spielen, in dem Harley Quinn drin ist. Oder der Joker, for that matter. Cringe-Charaktere. Was? Einfach toxic. Adventure Time, ja stimmt. Was? Adventure Time. Adventure Time Fighting Game? Nee, die sind dabei. Ach so. Oh, interessant. Schön von Dennis da an der Stelle, muss man dazu sagen. So ein komischer Hund war da drin. Ja, Jake the Dog. Ja, ey, Digga, Jake the Dog und Finn der Human, ja, Alter. Nicht der Hund. Put some respect on my meine Art of name. Ach so. Der grüne Hund? Das ist irgend so ein grüner Hund aus einer Show, die ich nicht kenne. Welcher Hund ist denn bitte grün? Aber er ist niedlich. Vielleicht ist es auch ein Löwe oder so. Ich finde so wenig Franchises wirklich interessant für so einen Plattform-Fighter. Ich muss mittlerweile auch sagen, dass ich die meisten Nintendo-Charaktere nicht so interessant finde. Also, ja, so mein Problem das, bei mir. Das Smash Ultimate Roster, also... Smash Ultimate ist kein einziger Charakter im DLC, den ich haben wollte. Ja. Die meisten sind nur Schwertcharaktere. Also das Ding ist, du hast halt das Roster von Melee genommen und einfach so markiert und dann so größer gezogen. Weißt du? Und dann hast du halt jeden Charakter, also jeden Charakter statt einmal, viermal. Und Barbie vergessen.
Und war Luigi auch vergessen, was ja ein interessanter Charakter gewesen wäre. Oder, oder Treasure Tracker Toad zum Beispiel. Ey, bevor Ultimate rauskam, hatte ich mal eine Unterhaltung mit Dusan, wo er so zu mir meinte, ja, warte mal, irgendwann später bei Ultimate macht mein Ridley dich fertig. Und da habe ich gesagt, ja, mein Mal, war Luigi wird dich fertig machen. Aber dann kommt er und dann hat Dusan recht gehabt und du nicht. Naja, damals war Ridley schon announced. Das. Ja. Ja, ich war so sicher, dass Waluigi kommt. Hier. Ich bin mich so betroffen. Oh, mein Schiff, Batman, Bugs Bunny. Aber auch Bunny. Von Marley. Bugs Bunny, gut. Shaggy, das finde ich auch lustig. Der Saiyajin Mode. Oh mein Gott, der most powerful Character in Leon, Alter. Oh. Marley, schöne Recoveries. Keep it close. Oh, okay. Das war Das war tricky. Ich weiß auch nicht, was die gegen Harley Quinn hat. Aber das Beste ist eh noch Rivals of Ether mit Steamwork. Harley Cringe. Dennis sagt gerade Harley Cringe. Ich finde halt. Das ist ein guter Name. Keine Ahnung, ich finde, sie ist so edgy. sie ist halt so der 0815 Charakter für Leute, die meinen, dass sie nicht normale weibliche Charaktere mögen. So. Ich finde, es gibt so viele coole weibliche Charaktere, die man nehmen kann. Und nicht die halt so. Oh, sie ist Joker, aber. In weiblich. Sie ist halt nicht Joker, sie ist halt so. Nee, sie hat nicht, aber. Sie ist halt voll das Opfer. Sie ist, ja, sie ist halt sogar. Also im Sinne des Wortes. Nein, nein, ich finde Opfer ist auch nicht richtig. Das gibt ja auch nicht genug. Sie ist Nemo. Das gibt auch nicht genug Credit an sie. Sag Fatzi, hau sie raus, hau wen raus. Ich weiß auch nicht so viel von Batman. Die weiblichen Charaktere. Das ist eigentlich schade, es war das Batman. Gaming ist ein male-dominated Space. Ich habe mal ein bisschen Spider-Man gelesen, ne? Und nein. Spider-Man ist sowas von komisch, der, also ich kannte ja vorher nur die Filme. Ne? Und wenn man dann den Comic liest, wo Spider-Man einfach irgendwie einen Körper tauscht mit irgendwie Dr. Octopus oder so, weil er Wissenschaft macht, so nicht mal irgendwie erklärt mit Magie oder so. Der hat einfach so viel Wissenschaft, dass Spider-Man zu ihm hinkommen konnte und er tauscht mit ihm einfach so den Körper. Wii U. Ah, das ist der neue, ne? Nee, es war schon vor der Weile. Also. Aber hier, Heide, ich habe kurz nachgedacht, so Catwoman zum Beispiel, auch halt um mal im selben Universum zu bleiben, mehr oder weniger, ist viel interessanter. Wonder Woman auch, möchte ich mal behaupten. Catwoman ist aber auch halt Catgirl. Habt ihr das neue League of Legends Serie gesehen? Aber die ist ja irgendwie schon ihr eigener Charakter. Sie ist ja, also die Definition von Harley Quinn ist ja ein bisschen, dass sie so... Hab ich gehört. Also der. Oh! Ah, schade. Ich mag halt diesen Arzt hier. Ich fühl's. Aber worauf ich jedenfalls hinaus wollte mit. Also Harley Quinn based auf dem Joker auf jeden Fall. Das ist irgendwie ein bisschen ich so. Ich geb dir recht. Mit Spider-Man. Was? Arcane. Der ist Arcane. League of Legends-Serie. Da guckst du so. Auf Netflix. Ja, okay, aber das ist ja toxic, so male-driven Storytelling, so. Das macht halt. Also, es gibt ja interessante Charaktere, die dann einfach durch eine shitty Story so. Geschmissen werden. So, ich finde auch, dass man Harley Quinn auf jeden Fall besser hätte machen können, aber ich fand es halt irgendwie dann nicht so beeindruckend, weil sie haben einfach gesagt, so, okay, sie ist jetzt mentally ill und halt mad wegen ihrem Ex-Boyfriend oder sowas. Warum ist Squid Game überhaupt so beliebt geworden? Ich verstehe es nicht. Squid Game für Melee? Nee, ich wundere mich immer. Squid Game für Ultimate. Netflix kann irgendwie einfach irgendwann so eine eigene Serie rausbringen und wenn es ihre eigene ist, guckt das irgendwie jeder. Ja, ne, ich glaube, viel mehr Leute geben dem dann eine Chance. So. Und ja, ich glaube, für die westliche Audience ist so alles, was nicht so Standard Hollywood ist, halt voll interessant, glaube ich. Ich kenne so viele Serien mit dem Konzept, was Squid Game hat. Ein Package Cast. Ja, das ist halt ganz normale so Battle Royale-Serie, oder? Ja, nicht nur Battle Royale, halt auch Battle Royale basierend auf irgendwelchen Kinderspielen. Ist nicht. Hä? Ist Squid Game nicht das Erste, das es macht? Welches denn? Ich finde, es hat diese Beliebtheit nicht verdient, aber ich habe es auch nicht gesehen. Also. Was sind die anderen Sachen? Kamisama no Yutori? Ja, Digga, okay, wir reden aber von Anime und nicht von so Mainstream. Das ist mal, also, naja, es ist als Realserie umgesetzt worden. Ach so. Kaiji, genau. Was? Kaiji, aber Kaiji ist scheiße langweilig. Hot Take. Okay. Nein, ich meine, was für eine Fortnite-Serie? Scheiße, auf Fortnite, ja, es ist nicht Delta. Jedenfalls. Hey, ganz kurz, Heide, was aber based ist. Was voll witzig ist, underrated ist, ich hab vergessen, wie es heißt, scheiße. Aber ist das nicht auch im Endeffekt das MO von Harley Quinn sagen, von Harley Quinn? Harley Quinn! dass sie auch so
Ja, Banane, ganz ehrlich, Kaiji. Azula extrem gut, mag, ja. Aber es dauert einfach zu lange, bis die damals. Es dauert einfach zu lange. Da hast du eine ganze Staffel für ein Spiel. Was geht ab? Für was jetzt? Kaiji. Achso. Oh, okay. Ich meine, okay, wenn man die Geduld hat dafür, dann man die, hast die gewonnen. Aber ich habe leider nicht die Geduld dafür gehabt. Ist eigentlich jetzt die Bildqualität besser, weil ich habe jetzt ein bisschen an den Einstellungen geändert. Ja, hätte es sich auf jeden Fall. Aber das ist ja, also wir haben ja schon. Dass das ein Problem ist, dass, so, dass es weniger so gute weibliche Charaktere gibt, das hatten wir ja schon irgendwie.